Hallo und herzlich willkommen zum dritten Video der MQL5-Reihe. Heute geht es, wie angekündigt, darum, nochmal den MetaTrader 5 auf dem Betriebssystem Linux Mint 20.0 zu installieren. Dafür gehen wir wieder in unseren Browser und rufen dann auch die Seite über unsere Google-Suche. Machen wir das mal auf MetaTrader 5 Homepage. Und er sagt mir, dass ich es wieder falsch geschrieben habe. Ich habe ein Leerzeichen zu wenig. Das macht aber nichts. Wir scrollen kurz runter, suchen uns die Seite aus, von der wir auch schon letztes Mal denn die Setup-Exe runtergeladen haben und gehen jetzt auf Installieren des MetaTrader 5 auf Linux. Unter Linux läuft ist eigentlich mit der gleichen Datei wie unter Windows, beziehungsweise man muss Wine vorinstallieren. Das werden wir auch einmal kurz machen. Wir nutzen aber dafür nicht die hier angegebene Anleitung, sondern wir gehen auf die offizielle Website von Wine und werden uns daran dann orientieren für die Installation. Dafür öffnen wir jetzt allererstes unser Terminal und werden jetzt die Befehle Schritt für Schritt nachgehen. Später findet ihr die Befehle, die hier dann auch eingefügt werden von mir, in der Beschreibung, damit ihr das dann schnell und einfach nachbauen könnt. Gut, dann wollen wir einmal jetzt anfangen, es schnell durchzuspielen, einfügen. Das sieht gut aus. Dann kommt hier noch einmal der Key-Datei mit dazu. Kopieren. Einfügen. Das ist okay. Dann wollen wir auch noch einmal die was habe ich hier? Nee, doch, das kommt so hin. Das kopieren wir. Einfügen, drücken auf Enter, das passt also auch. Ich habe den Link genommen, beziehungsweise den Befehl genommen, weil ich Linux mit 20.0 habe, von daher passt es da ganz gut. Und jetzt können wir auch direkt die stabile Version von Wine installieren, denn wir wollen ja im Grunde auch, dass es so stabil wie möglich läuft, gerade wenn wir darunter handeln wollen. Wenn wir darunter handeln wollen, würde ich allerdings empfehlen, Wine Stable konnte nicht gefunden werden. Dann probieren wir es mal mit dem Wine Stable, das sollte klappen. 1.0 installiert, 1.0 entfernen. Das sieht gut aus. Dann gucken wir mal, ob Wine hier verfügbar ist. Nein, das ist es nicht. Habe ich irgendwas noch vergessen? Installing without Internet. Internet haben wir. Das sieht dann so aus, als. Ah, wir haben eine Sache noch vergessen: sudo apt-update. Und dann werden wir nochmal sudo upgrade machen. Mit yes bestätigen. Und dann werden wir kurz warten, bis das durchgelaufen ist, damit wir dann anschließend Wine starten können. Dann sollte es auch wirklich funktionieren. Denn wie wir hier schon sehen, Wine Stable wird jetzt einmal runtergeladen. Und dann anschließend nochmal zu Ende installiert. Und dann haben wir das auch soweit, dass es funktionieren sollte. In der Zwischenzeit können wir uns darum kümmern, dass wir dann auch den MetaTrader 5 nochmal runterladen. Dafür laden wir tatsächlich die Exe-Datei für Windows runter. Ich habe das schon gemacht. Die ist jetzt bei mir im Download-Ordner mit drin. Wo ist mein Download-Ordner? Hier. Hier sieht man auch nochmal wunderschön meine Windows 10-Datei. Und während wir auf die Fertigstellung warten von Wine, möchte ich noch ein paar Worte verlieren zum MetaTrader 5 unter Linux. Da wir das Ganze mit Wine überbrücken, wir wollen ja quasi eine Exe-Datei auf unserem Rechner abspielen lassen, kann es aber immer noch dazu kommen, dass es nicht wirklich rund läuft, was gerade im Handel mit echtem Geld problematisch werden kann. Von daher ist meine persönliche Empfehlung, entwickeln auf Linux geht. Läuft auch super. Auch testen, auch Backtesting, auch meinetwegen Echtzeittests kann man machen. Aber handeln mit Echtgeld aufgrund der Stabilität alleine würde ich dann tatsächlich auch Windows machen, solange der MetaTrader keine vernünftige Lösung hat für Windows oder für Linux. Gut, wir haben jetzt die Installation abgeschlossen.
Dann will ich ja mal gucken, ob jetzt Wine aufgefüllt wird. Da ist es nicht mit bei. Aber das macht ja nichts. Wir können ja Start Wine. Ich probiere jetzt einfach mal kurz was aus. Befehl nicht gefunden. War es vielleicht andersrum? Wine Start. Ja, es war andersrum. Jetzt starten wir Wine. Und das sieht noch nicht ganz schön aus, doch es funktioniert. Und dann wollen wir die Excel mal abspielen. Und hier können wir jetzt unter ls. Ach, das ist ja Batch und nicht Bash. Wie war denn das unter Bash? Schließen wir es einmal. Und sagen Start Wine jetzt muss ich kurz mal nachdenken. Ich würde es am liebsten mit anderer Anwendung öffnen und dann mit Wine direkt. Das findet aber nicht. Schade. Das ging auf meinem Ubuntu-Rechner damals eigentlich ganz gut. Dann werden wir das halt anders machen. Start Wine. Ach, Wine Start, andersrum. Selbstverständlich. CD. Download. Und da dann MT5 Setup.exe. Das sollte funktionieren. Ja, das klappt. Und dann sind wir eigentlich jetzt im ganz normalen Installationsbereich und können hier sagen, weiter. Jetzt wird installiert. Wir haben vorher da gerade die Lizenzvereinbarung gelesen und zugestimmt. Wir gucken jetzt ein wenig Werbung, während das Ganze installiert wird. Und das wird dann auch sehr zügig gleich durch sein. Nachdem wir das dann installiert haben, können wir voll darauf zugreifen. Wir werden das Ganze dann auch einmal öffnen, um zu sehen, dass es funktioniert. Und anschließend gehen wir dann weiter zum nächsten Video, das dann auch in der nächsten Woche rauskommen wird. Jetzt gehen wir auf Fertig. Bekommen wieder den Hinweis für das Forum. Das ist jetzt aber nicht ganz so spannend für uns. Klicken das erste Fenster wieder weg, machen das einmal auf groß, weil ich das groß schöner finde. Ich will jetzt noch einmal die Fenster zusammenbekommen. Da. Und dann geht es hier nur noch einmal um die Entwicklungsumgebung. Perfekt. Die ist dabei drin. Wir haben alles, was wir brauchen und damit haben wir dann auch den MetaTrader 5 auf unserem Linux-Rechner installiert. Jetzt kann man sich hier natürlich auch wieder anmelden, über Konto öffnen, Konto Login etc. Werde ich auch machen bis zum nächsten Mal. Aber wir sehen uns dann erst im nächsten Video, wenn wir dann auch anfangen, die Grundlagen von MQL 5 zu erlernen. Denn ab dem nächsten Video geht es dann um das inhaltliche Eingemachte und um die Programmiersprache direkt. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Probleme oder sonst irgendwas oder einfach nur, weil euch das Video gefallen hat, was ich natürlich hoffe, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und lasst auch ein Abo da. Dann könnt ihr auch mein anderes Projekt mitverfolgen. Ich habe den Kanal ja eigentlich eher, weil ich mich mit meinem selbstgebauten Roboter beschäftige, aber ich dachte mir, die Reihe für Handelsroboter passt auch ganz gut mit dazu. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Projekt Bob.